Herzlich willkommen, Leute. Servus bei der ersten Folge von meinem neuen Kanal, Tobis Aquaristik-Exzesse. Wie ihr seht, züchtig Fische, steht ziemlich auf Fische. Ich find's mega geil. Ich versuche so ein bisschen was dafür zu tun, weil viele Leute Probleme mit ihren Aquarien haben und so weiter, zu erzählen, wie ich das jetzt mache. Ich mache das jetzt seit fast 15 Jahren, habe mit einem Aquarium angefangen, habe mittlerweile 37 Stück, ungefähr 5000 Liter Wasser. Ich versuche möglichst viel zu erzählen, das Ganze lustig zu verpacken. Wir wollen ja noch was für einen guten Zweck machen, das heißt, jedes Mal, wenn ich ein Schimpfwort sage oder was auch immer, so wie Scheiße, Pisse, Fuck, Arschloch, Ficker, Idiot, werfen wir 10 Euro in die Kasse. 10 Cent, Entschuldigung. 10 Cent in die Kasse. Und wenn da genug drin ist, könnt ihr als Zuschauer entscheiden, wo wir das hinspenden, an ein Tierheim oder für irgendeine gute Organisation, um was Gutes zu tun. Wenn genug von euch das anklicken und teilt auf Twitter, Facebook, Instagram oder auf welcher verfickten Scheißseite, wo auch immer, das waren schon wieder 10 Cent. Ja, verdammt. Dann können wir vielleicht irgendeinen größeren Sponsor an Land ziehen, der ein bisschen was dabei gibt oder eine Futterspende für irgendwas, dass wir was Gutes tun können. In diesem Sinne könnt ihr drüber lachen, wie ich mich hier zum totalen Vollidioten mache. Was jetzt kein Kunststück bei mir ist, für die Leute, die mich kennen. Aber ja, wir wollen, dass ihr lacht und gleichzeitig was Gutes tut. In diesem Sinne wollten wir heute bei der ersten Folge mal zeigen, wie man Artemia züchtet. Also kommen wir jetzt zu den Artemien. Artemia sind kleine, wirbellose Krebstierchen. Die werden ungefähr einen Zentimeter groß. Sie sehen so aus, wenn sie groß sind. Dazu sei zu sagen, Artemia züchten ist nicht schwer. Ich benutze die Artemia von der Firma Sanders, sind nach meiner Meinung die besten. Es gibt aber 1000 andere Produkte, aber da kommen wir nachher noch näher drauf zurück. Hier seht ihr jetzt die Flasche Artemia, also ich züchte in Flaschen mit Salzwasser. Jetzt haben wir die hier hingestellt, die werden normalerweise belüftet. Den Belüfter haben wir jetzt rausgenommen und müssen jetzt kurz warten, dass sich das Ganze voneinander trennt. Die Eihüllen sammeln sich oben und die geschlüpften Artemia sammeln sich unten, das was hier so rot dargestellt ist. Jetzt müssen wir halt nur ein paar Minuten warten, bis das passiert ist. In der Zeit könnt ihr halt irgendwas Sinnvolles tun. Nun zu den sinnvollen Dingen. Au. 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 So, nachdem wir uns jetzt sinnvoll beschäftigt haben, wie ihr gesehen habt, können wir jetzt relativ gut erkennen, wie sich die Eihüllen oben sammeln, die Artemia unten. Umso länger ihr wartet, umso deutlicher wird das Trennverhältnis. So, nun bleibt uns eigentlich nur noch über, ein Artemia-Sieb uns zu greifen. Das sind so kleine Siebe, die sehr, sehr fein sind, wie ihr seht. Dann schnappen wir jetzt den Schlauch, ziehen einmal kurz dran und dann läuft es auch schon los. Hier sehen wir dann die Artemia-Laubchen, wie sie sich schön im Sieb sammeln. Schön rot, genau wie man es haben möchte. Deshalb sage ich auch gern rotes Gold dazu. Ideales Futter für so ziemlich alle Jungfische, die mir in der gesamten Zeit, in der ich das mache, jemals untergekommen sind. Hier sehen wir dann die Artemia in einem kleinen Becher, um es besser zu zeigen. Man kann schön sehen, wie sich alles bewegt und ihr könnt sie eigentlich jetzt direkt verfüttern. Stellen könnt, habe ich hier mal gefilmt, wie ich meine kleinen Synodontis multipunctatus füttere oder auf Deutsch auch Kuckuckswelse. Ihr seht, wie sie gierig das Futter aufnehmen, bis sie fast platzen. So, jetzt haben wir die Artemia verfüttert. Ich habe gesehen, das ist jetzt wirklich kein Problem. Jetzt geht es natürlich darum, wie hat der Vollidiot das überhaupt gemacht? Wenn man jeden Tag Artemia verfüttern will, die brauchen so 36 bis 48 Stunden, bis die schlüpfen. Ich habe zwei Flaschen, dann kann ich immer umeinander füttern. Praktisch die, wo ich heute ansetze, kann ich jetzt übermorgen füttern. Für die ganzen anzusetzen, füllt ihr einfach ungefähr lauwarmes Wasser ein. Nicht zu heiß, nicht zu kalt, so ungefähr 20, 25 Grad. Deswegen liebe ich die Flaschen bis über, knapp über diese Nippel, nennen wir sie mal. Dann nehmt ihr Salz. Ich benutze immer dazu Meersalz von Alnatura, ohne Zusätze von Riesenhilfe oder sonst irgendwas. Im Prinzip könnt ihr aber normales Kochsalz nehmen. Es sollte ohne Jod sein und möglichst fein, dass es sich halt gut löst. Ein Löffel, ungefähr so viel, bei die Flasche dabei. Wenn ihr ein Meerwasserbecken habt, könnt ihr auch Meerwasser nehmen, das ist genauso gut. Dann das Ganze kurz geschüttelt. Das Ganze verteilt. Trichter wieder rein. Dann das hier sind jetzt die Artemia-Eier. Die kriegt man getrocknet in dieser Box, die ich am Anfang an der Serie gezeigt habe.
Die kriegt dann, also ab einem halben Kilo oder auch kleiner, ganz wichtig ist halt, dass die nicht überaltert sind, sonst schlüpfen die nicht mehr wirklich gut oder nur wenige. Dann nehmt ihr die Menge, die ihr braucht. Für die meisten Leute mit einem Becken reicht eine Messerspitze. Ich brauche ein bisschen mehr. Das füllt ihr dann da ein. Was dazu noch zu sagen ist, die Menge, die ihr braucht, so ungefähr bis 3 bis 7 Tage, füllt ihr euch in ein kleines Becherchen ab, habt die so normal bei Raumtemperatur stehen. Die andere Menge legt sie in eine Tiefkühltruhe, dass sie schön gekühlt sind, weil dann halten sie länger. So. Dann nehmt ihr euch einfach einen Belüfter, den hängt ihr dann da rein. Dann kann man sehen, wie das Ganze schön durchgeblubbert wird. Stellt das Ganze hin. Und übermorgen könnt ihr es verfüttern. So, das war's dann auch schon im Großen und Ganzen. Ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen gelacht. Wie gesagt, wir machen das für einen guten Zweck. Immer wenn ich halt irgendwas Dummes sage, was Dummes mache, kommt ein bisschen Geld in die Kasse. Abonniert, teilt, postet auf Facebook, Twitter, Instagram oder wo auch immer ihr euch rumtreibt. Von mir ist auch auf YouPorn. Oh ja, YouPorn. besucht unseren anderen Kanal. Den asozialen Scheißdreck-Kanal, wir wissen noch nicht ganz so, wie wir ihn nennen sollen. Da werden auch jede Menge lustige Videos gezeigt, wo wir auch eine Kasse machen, wo einfach noch viel mehr Schimpfworte fallen. Schreibt was Positives in die Kommentare, liked oder liked halt eben nicht. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie drunter, ich versuche sie zu beantworten. In diesem Sinne, ich bin raus hier. Ciao!